Wünschte Frauen würden ihre Brüste in mein Gesicht so drücken, wie das Spiel hier Werbung in mein Gesicht reindrückt. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale Chess Simulator. Da die Kisten in Clash Royale ja schweineteuer sind für ein paar beschissene Karten, will man eigentlich ja kein Geld dafür ausgeben. Und falls man doch in Genuss kommen will, einfach mal ein paar Kisten aufzumachen und ein paar Karten freizuschalten, gibt es Simulatorspielen, so wie dieses hier. Ich habe schon mal eins gezeigt, das ist aber aus dem Store verschwunden, das gibt's nicht mehr. Jetzt ist es halt das hier irgendwie das beliebteste geworden, keine Ahnung warum. Ist auch egal, wir klicken mal auf Chess, da blinkt ja auch schon der Pfeil drauf. Oh, wie nice, wir können uns einfach auswählen, welche Chess wir haben wollen in Arena 9. Machen wir mal Silber. Bing. Bing. Fünfmal Pfeile, einmal Royal Giant. Super. Da hat mir das letzte Game ehrlich gesagt besser gefallen. Ohne Scheiß. Das hatte so ein bisschen gewissen Level-Fortschritt. Man musste Level sammeln und beziehungsweise in Arena aufsteigen, um die Kisten freizuschalten. Und hier kann ich einfach sagen, jetzt hier, komm, Arena 8. Bams, super magical. 3600 Gold, direkt auf Bau auf die Kralle. Bam, nächste Karte, 91 mal Rakete. Schon direkt bin ich in Arena 1 und habe die besten Karten ever. Okay, mal gucken, ob wir auf Legendary kriegen. Legendary gleich in der ersten Chest Opening, das wäre awesome. Dark Prince, nice. Drei Musketiere, nice. 332 Minion-Horden, super nice. Guten Karten, Feuergeister kann man machen. Tesla, auch nice. Die Animationen in diesem Spiel sind beschissen, aber egal, die erfüllen ihren Zweck. Okay, es ist knapp, es ist knapp. Boom! Hat jemand mitgezählt? Hat jemand mitgezählt? Kriegen wir eine Legendary in diesem Chess-Simulator? Bam! Echt jetzt? Sechsmal Riese? Okay, logischerweise ist es nicht genauso wie im echten Spiel. Im echten Spiel ist, wenn du deine ganzen hier seltenen Karten aufgebraucht hast, ist das die letzte Karte nun mal eine Legendary. Und hier ist es so, dass die letzte Karte ein Giant ist. Ist halt so. Wie sieht's aus, wenn man in Arena 1 eine Super Magical Chest bekommt? Ich meine, wozu sollte man überhaupt eine Super Magical Chest in Arena 1 kaufen? Hat wahrscheinlich keiner von euch gemacht. Wenn man Pech hat oder Glück, je nachdem wie man sieht, hat man eine Super Magical Chest bekommen, nachdem man einen Kampf gewonnen hat und dann hat man die zufällig bekommen. Mein Beileid an jeden, dem das passiert ist, in Arena 1 eine Super Magical gedroppt zu bekommen, ist super ärgerlich, weil wahrscheinlich du danach nie wieder eine bekommst. Die sind super selten und mal gucken, was da drin ist. Okay, 1300 Gold ist für den Anfang ganz okay, denke ich mal. Aber in Arena 1 bist du höchstens 20 Minuten, dann bist du schon in Arena 2. So, 90 mal Kobolde, nice, kriegst du ja richtig Fortsprung. 21 mal Giant, ist gar nicht mal so schlecht, oder? Ist gar nicht mal so schlecht, kriegst du sehr schnell schon einen hohen Level. 6 mal Koboldfass ist auch nice. Das heißt, du kannst das Ding schon direkt auf Level 2 bringen und bist direkt in Arena 1 OP. Okay, 3 mal Pfeile, braucht keine Sau. 3 mal Ritter, nice. Und Koboldhütte, Archers. Archers einmal, achso, weil die neu sind. Okay, das hat er wenigstens gut gemacht. Und die Legendary, einmal Bomber. Es liegt daran, dass ich die meisten Karten noch nicht habe, deswegen kriege ich noch Level 1. Kann ich die auch hochleveln? Jopp, ich kann die hochleveln. Wozu soll man die hochleveln? Was bringt es, hier hoch zu leveln? Okay, ich habe irgendwie auf OK geklickt und jetzt habe ich 10.000 Gold bekommen. Woo! Da kam gerade Werbung direkt in den Screen rein. What? Habe ich gerade einen Bug entdeckt? Ich habe gerade den dunklen Prinzen hochleveln können, ohne den, beziehungsweise, nee, warte mal, ohne die Karten zu haben. Ich habe den gerade auf Level 5 gebracht, ohne die Karten zu haben. Holy shit, Level 5 ist krass. Oder hatte ich die Karten? Ich weiß es nicht. Ich habe bisher nur eine Super Magical Chest in Arena 9 gemacht und jetzt ist er schon Level 5. Das kann nie im Leben 60 Karten gewesen sein. Ich habe nicht drauf geachtet. Nice, das Game gefällt mir. Eine kostenlose Legendary, werden wir uns eine Werbung angucken. Ich habe mir keine Werbung angeguckt. Die Legendary ist einfach gekommen. Bestes Game ever. Gefällt mir. Man kriegt einfach so eine Legendary ohne Werbung gucken. Nice. So, wir machen noch eine Super Magical Chest auf. Lass uns mal die Arenen hochgehen. Arena 2. Zack, 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 zack. Was? War bei euch ein bisschen zu schnell? Gut, machen wir nochmal. ist doch schön, ist doch schön. Man kriegt Karten, die man sonst im Spiel nie kriegen würde, weil das Spiel ist hier gnädig. Nicht so wie Clash Royale. Clash Royale ist ein Arschloch und das gibt einem die Karten, die man nie braucht. Bomber, Bombenturm, Archers und Koboldhütte. Und wir kriegen schon wieder... Ich habe nicht mal auf Werbung gedrückt. Hör auf, mir die Werbung ins Gesicht zu drücken, Mann. Wo gibt's die erste Legendary? Ach ja, Arena 4. Arena 4, Lavahund. Mal gucken, ob wir die kriegen. So, 2500 wird ja schon besser, die Karten. So, Level 11 Kanone, Sperrgoal. Nice, ich kann bald in Arena 10 aufsteigen, wenn er so weitergeht. So, come on, gib mir einen Lavahund. Ich will einen Lavahund. Kein Lavahund, aber 88 mal Riese. So, Lavahund. Ey, willst du mich verarschen? So selten sind die nicht. So selten sind die nicht. Mindestens 5 Kisten solltest du einmal die Legendary kriegen. Das Game will ich mich verarschen. Come on, gib mir einen Legendary. Hat jemand mitgesehen, wie viel Super Magical Chests ich gerade aufgemacht habe? Das sind wahrscheinlich schon locker mal 500 Euro oder so. So, zack, 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 zack. Immer noch keine Legendary und die Werbung wieder mal ins Gesicht drücken. Ich wünschte, Frauen würden ihre Brüste in mein Gesicht so drücken, wie das Spiel hier Werbung in mein Gesicht reindrückt. So, aber das Spiel will ich nicht verarschen. So selten sind Legendaries auch nicht. Come on. Zack, zack, immer noch nichts.
Alter, was sammle ich inzwischen hier für Karten? Ich guck mir die Hälfte von denen nicht mal an. 5000 Gold, nice. Bäcker 42 Mal. 42 Mal Bäcker, ist ja klar. Ist ja klar. Ist schon klar. Du weißt schon, dass da nicht so viele seltene drin sind. Okay, 70 Mal Giant und immer noch kein Dings. Okay. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht so sein, dass eine Legendary hier so selten ist. Magier, Dingen, Skelette zum Schluss. Braucht keine Sau. Zack, zack, zack. 100 Mal Hexe oder was war das gerade? Und innerhalb und schon wieder Werbung. Gott, das Spiel ist verseucht. Ist schon klar, warum er das Spiel gemacht hat. Bestimmt aus Leidenschaft und weil er ein Spielentwickler werden will. Aha. Deswegen kommt alle 2 Minuten eine Werbung hier. Egal, wir machen es trotzdem mal. Ich will jetzt endlich mal eine Legendary haben. Und mal eben habe ich 120.000 Gold gesammelt. Das ist schön, das ist echt schön. Irgendwie verstehe ich das echt nicht, was hier alles ab und zu mal aufpoppt. Komm, lass den Packer mal auf Level 6 bringen. Geht nicht, schade. Ein Scheiß ist das Spiel, gnädiger. Diese Legendaries in diesem Spiel sind beschissener als im Clash Royale. Nur, dass der Vorteil ist, dass das hier umsonst ist. Vielleicht Magical, vielleicht haben wir Magical Glück. Zack, 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 zack. Zack, nee, 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 nee. Gib mir die Legendary, Mann. Wie Legendary, wenn du Werbung guckst. Na danke, das ist die einzige Methode, hier an Legendaries zu kommen, glaube ich. Wenn ihr mich fragt, gibt es die in den Chests hier nicht. Aber dafür kann ich meine Karten, guckt euch das an. Schon fast Level 11 innerhalb 10 Minuten. Wenn Clash Royale so schnell gehen würde, wäre jeder Level 13, glaube ich. Okay, das Spiel ist eine reine Werbeschleuder. Das ist nur dazu da, dass du Werbung ins Gesicht gedrückt bekommst und eigentlich sonst nichts zu bieten hat. Da war der letzte Chess-Simulator besser. Schade, dass er weg ist. Der war echt nice gemacht. Man hatte wirklich so ein bisschen schon Spiel gehabt. Man konnte damit spielen. Nichtsdestotrotz wollte ich mal eine kleine Fun-Runde machen mit ein paar Chests, die man sonst nie haben kann und mit Karten, die man sonst nie kriegt und mit Levels und Gold, die man sonst nie kriegt. 200.000 Gold, ey, das wäre so nice. Das wäre so nice. Falls ihr Bock habt auf echte Chess-Openings, hier oben rechts auf das i klicken, hinterlasst mir einen Daumen hoch und gebt mehr Flosse. Flop.